Mein Name ist Florian Dedeck. Ich bin Künstler und Filmemacher. Ich wohne in Köln und in Leipzig. In meinen Essay-Filmen beschäftige ich mich mit persönlichen und gesellschaftlichen Traumata. In meinem Film, da muss es ja ein was Gutes geben, verhandle ich meine eigene Familiengeschichte. Die Familiengeschichte ist eingebettet in die deutsche Geschichte. Und zwar befinden wir uns im Jahre 1986, als meine Eltern verhaftet wurden und anschließend zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurden, Isolationshaft, weil sie angeblich RAF-Mitglieder gewesen sein sollen. Sie waren nicht RAF, also auch damals nicht, verstehst du, und wollten ja einen ganz eigenen Weg, aber dann trotzdem da halt, nicht den eigenen Weg dran zu finden, egal wie. Ist das Schlimme bei den Terroristen nicht vielleicht sogar, dass sie Gründe haben, die du verstehen könntest? Ja, sicher, aber die Mittel sind nicht die richtigen. Ein Glas Bier wird auf den Tisch gestellt. Gut, aber du interessierst dich ja auch für kein Gesetz. Du sagst, das Gesetz ist dir wurscht, wenn es drauf ankommt. In der Situation war ich so empört. Darf es überhaupt eine Situation geben, wo es dich nicht interessiert, wer für dich Gesetze macht und welche? Teil 6. Die Demokratie ist doch die menschlichste Staatsform. Oder ist sie das nicht? Du, es ist das kleinste aller Übel, nicht? Das kleinste aller Übel. Ja, im Augenblick ist es wirklich ein Übel, die Demokratie. Ja, bei uns, ja, was wäre denn besser? Was Autoritäres? Nein, bei uns im Moment, ja, was wäre denn besser, wenn es das kleinste Übel ist? Da muss es ja ein, was weiß ich, was Gutes geben. Was wäre denn das? Das Beste wäre so ein autoritärer Herrscher, der ganz gut ist und ganz lieb und ordentlich. Ich meine, Filme, die ich mache, sind versuchen immer eigentlich Gespräche zu provozieren. Einerseits Gespräche mit den Menschen und dann sind es auch immer Gespräche, auch immer mit meinen Vorbildern. Das heißt, ich führe eigentlich einen aktiven Dialog in den Filmen selber mit Vorbildern wie Faruqi, mit Fassbinder und versuche eigentlich Gedanken aufzunehmen, die angedacht haben oder entwickelt haben und ziehe die im Grunde in mein Feld, versuche ich die reinzuziehen. Und im besten Fall gibt es dann ein Gespräch auf mehreren Ebenen. Das heißt einmal fast ein Gespräch mit mir selber, wo ich die Dinge durchdenke, das dann versuche wiederum zu öffnen für den Zuschauer. Und im besten Fall gibt es dann auch eine Kommunikation auch mit anderen Künstlern, die auch gerade sich ähnlichen Fragestellungen eigentlich widmen und die dann vielleicht in ihren Arbeiten auf eine ganz andere Weise auch die Themenkomplexe verhandeln. Und dann ist es im Grunde auch ein Dialog zwischen einzelnen künstlerischen Werken. Na, vielleicht geht es mir vor allem auch um Erkenntnisgewinn. Einmal in der Beschäftigung mit dem Thema und dann in der Beschäftigung mit den Materialien, die man sammelt. Sei es Found Footage, sei es selber gedrehtes Material. Und dann im zweiten Prozess im Grunde mit diesem Material eine zweite Stufe des Erkenntnisgewinns zu erreichen und das dann natürlich auch zu vermitteln.